Hallo und liebe Grüße aus dem Schnee. Wir kommen Weihnachten immer näher und ich habe immer noch keinen Wunschzettel. Wünschst du dir erstmal, dass du gegen mich gewinnst? Denn wir treten jetzt hier in der Skihalle Neuss gegeneinander. Okay, ich bin auf jeden Fall der Schiedsrichter und schau, dass ihr beiden nicht schummelt, während ihr die Gegenstände aus den Eisblöcken befreit. Wie soll das denn gehen? Ja, das verraten euch jetzt die Regeln. Maria und Marc müssen einen Schoko-Weihnachtsmann aus dem riesen Eiswürfel befreien. Jonas wird ihnen nach und nach einige Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die sie benutzen können, um schneller an den Inhalt zu kommen. Wer den Weihnachtsmann zuerst in den Händen hält, gewinnt das Spiel. So, zuallererst setzen wir unsere Sicherheitsbrillen auf. Okay. Ihr seid bereit? Ja. 3, 2, 1, ran an die Eisblöcke! Ja. Es sind Streichhölzer. Okay, Maria, was denkst du? Passiert ungefähr gar nichts. So ein kleines bisschen, aber so richtig ja. Nicht. Dann gebe ich euch mal das nächste. Wollte ich. Richtig schön einpacken, damit es warm wird. Reiben. Hab das Gefühl, da passiert gar nichts. Man muss ihn wärmen. Ich hätte hier noch was für euch. Jetzt gibt's eine Schiebstrecke. Okay. Gibt's da eine Taktik? Draufhauen! Jonas, es ist draufhauen und aufpassen, dass man sich nicht verlässt. Mehr. Ja. Okay, Achtung, nächster! Es kommt der Hammer! Der Hammer. Jetzt dürft ihr mal loslegen, aber aufpassen. Okay, Maria, ja, du kannst einpacken. Okay, und der letzte kommt und zwar einmal nochmal hier. Ja. Schraubentipp bzw. Meißel. Oh, warte, der ist halbiert! Und er hat den Weihnachtsmann halbiert. Oh, ich hab ihn gleich! Ich kann einfach nicht sagen, wer es gerade besser macht. Oh, halt, ich glaube, ich kann und das Spiel ist vorbei! Wir haben eine Gewinnerin, Maria! Yeah. Guck mal, ich habe meinen halbiert. Ah, hat mich den Sieg gekostet. Es war aber mega cool, hat richtig viel Spaß gemacht hier in der Skihalle Neuss. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. Ciao. Ich geh den jetzt auftauen. Und wir teilen Hast du ja schon geteilt, ne? Ja. Komm, essen wir den.